So, wir fangen jetzt an mit dem Scan von der Corvette. Das ist die Basis, um dann darauf aufbauend die Abgasanlage zu entwickeln. Also einmal von der Originalanlage, Endschalldämpfer, Rohrverlauf, Raum, Platz, den wir haben, um dann hinterher ein 3D-Modell zu haben. Und in diesem 3D-Modell wird dann die neue Anlage konstruiert werden. Stoßstange ist jetzt ab. Jetzt hat man eben freie Sicht auf den Rest der Abgasanlage, Klappensteuerung und das wird jetzt dann auch noch gescannt, damit wir das komplette Bild der Abgasanlage haben. So, wir haben jetzt die alte Anlage ausgebaut. Wie sind die weiteren Schritte? Okay, also wir haben ja jetzt quasi gescannt. Wir scannen noch natürlich jetzt weiter. Werden dann an sich die schwierigste Aufgabe anfangen, das Konstruieren der Anlage dann im CAD-Programm. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir irgendwann mal die Anlage fertig konstruiert haben, dann geht's los, dann werden wir halt den ersten Prototypen bauen. Ich glaube spätestens dann sehen wir uns wieder. Das denke ich auch. Alles klar. Dann vielen Dank erstmal. Gerne. Bis die Tage. Später. Ich soll lauter reden, gut, dann rede ich lauter. Besser so. Ja, wunderbar. Also, wo sind wir? Capristo. Was holen wir? Corvette. Ist geil, echt? Ist richtig geil. Vier fette Endrohre. Komplett abcut. Ne, Quatsch, ab Vorcut. Hauptcut auch weg. Oh, hab ich gesagt? Nein. Natürlich alles TÜV-konform. Ja, schaut euch an, ist geil, wirklich. Ich bin so gespannt, dass das Ding gleich angeschmissen wird. Corvette Z06, 6,2 Liter hatten wir hier drin, schön Kompressor. Und das Ding hier, das macht richtig Laune, das ist nämlich die Fernbedienung für die Klappenanlage. Und zwar war das so, da vorne sitzt so gesehen das Modul für die Klappensteuerung. Das war früher bei der alten gelben C7 hinten drin und wir hatten das Problem, dass dann zwischendurch der Empfang weg war. Jetzt haben wir das so geregelt, dass die Jungs von Capristo, ich sitze da, und da ist die Antenne und da vorne ist der Schaltpodium, wie auch immer, Schalteinheit. Da kannst du hier so 1, 2, 3, 4. 1 ist Sport, 2 ist Cruise, 3 ist offen, 4 ist zu. Ja, für jeden Spaßfaktor was zu haben. Ihr könnt da jetzt gerade nicht reingucken, aber ich kann da reingucken. Du siehst, diese beiden sind einfach nur Rohre. Wenn du hier reinschaust, sind auch nur Rohre mit einer Klappe drin. Die kannst du schon auf zumachen. Gut, 2x76. Cool, einfach nur stumpf geradeaus. Ja, der Nix bleibt dann aber rausgeholt, ja. Weil ich finde, schneller Klang passt nicht zu dem Wagen. Nee, das muss nicht sein. Aber das muss schon ein kraftvoller Klang sein. Ja. Ich bin da so gespannt drauf. Bei Serie klang der ja schon laut, aber so ist.
Ich dachte vorhin so, oder 3000 Touren, habe ich gedacht so, nett. Und dann 342. Leistung passt auf, kein großer Leistungsverlust, alles cool. Nee. Ich bin zufrieden. Gut, doch. Ja? Schön. Ja. Das Wichtigste. Kennzeichen dran und go. Nochmal? Ich schreibe dir alles auf, die Ressourcen.